Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich bin's, der Black, und ich habe es geschafft, einen neuen Emissär für unsere Sache zu gewinnen, nämlich Schwester Tennet, die hier ein bisschen geschmuggelt hat und so weiter und so fort, aber... Ich freue mich darauf, der Inquisition wie vereinbart zu helfen. Das hoffe ich doch. Ich freue mich darauf, der Inquisition wie vereinbart zu helfen. Ist okay. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Sie war ja eigentlich eine Schmugglerin, die mehr oder weniger unfreiwillig zur Inquisition gewechselt ist. Aber naja, gut, sie ist gewechselt. Mehr ist ja nicht wichtig. Je mehr Leute uns helfen, desto besser, finde ich. Und ausschütten, ausschütten. Man kann sie hinterher noch immer noch mal rausschieben. So, Kundschafter, knallhart in der Oberstadt. Ja, kann ich alles nicht lesen. Es geht alles zu schnell. Dafür ist dieser schwarze Ladebildschirm immer zu lang. Ah, jetzt. Gut, da seid ihr ja endlich. Könnt ihr mir nun bitte helfen, dieses Ding zu schließen? Hallo? Wer ist das denn? Ein Schemen? Dann halten wir hier noch einen... Eieieiei. Wer ahnt denn, dass hier ein Riss in der Kirche ist? Mitten in der Kirche. Willst du mich verarschen? Ja, macht denn sowas. Und was gibt da hinten immer Schilde? So, okay. Einmal so. Kann ich natürlich nur hier den Riss ein bisschen stören. So. Warum ist jetzt Pause? Ah, da. So, nochmal. Na komm. Mach nochmal eine Störung für den Riss. Das sind aber auch viele hier. So, okay, der ist hin. Dieser Schirm auch. Aua. So, der ist auch weg gleich. Okay, jetzt muss aber auch mal langsam mal gut sein hier, hä? Bitte nicht schließen. Gut. Faszinierend. Wie genau funktioniert das? Ja, wenn ich das wüsste. Ihr wisst es nicht einmal richtig. Ihr wackelt einfach mit den Fingern und zack, der Riss schließt sich. Wer seid ihr? Oh, ich habe wieder den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Dorian aus dem Hause Parvis, zuletzt wohnhaft in Minrathis. Wie geht es euch? Noch ein Tevinteraner. Nehmt euch vor ihm in Acht. Ihr habt ziemlich misstrauische Freunde. Magister Alexius war einst mein Mentor, sodass ich meine Hilfe als äußerst nützlich erweisen dürfte, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Ja. Ich hatte erwartet, Felix hier anzutreffen. Er ist bestimmt schon unterwegs. Er sollte euch die Nachricht geben und sich dann hier mit uns treffen, sobald er seinen Vater losgeworden ist. Wie, warum losgeworden? Alexius konnte Felix gar nicht schnell genug zur Hilfe eilen, als er seinen Schwächeanfall vorgetäuscht hat. Ist mit ihm irgendetwas nicht in Ordnung? Er kränkelt schon seit Monaten. Aber Felix ist ein Einzelkind und Alexius wacht vermutlich einfach wie eine Glucke über ihn. Mhm. Seid ihr ein Magister? Na schön, hört zu. Ich erkläre euch das nur einmal. Ich bin ein Magier aus Tevinter, aber kein Mitglied des Magisteriums. Ich weiß, ihr Südländer verwendet diese Begriffe bedeutungsgleich, aber dadurch klingt ihr nur wie Barbaren. Gut, okay. Warum wollt ihr uns helfen? Ihr verratet also euren Mentor. Und der Grund dafür ist... Alexius war mein Mentor. Das heißt, er ist es nicht mehr. Und das schon seit geraumer Zeit. Hört zu. Ihr wisst vermutlich, dass euch Gefahr droht. Das dürfte selbst ohne meine Nachricht offensichtlich sein. Fangen wir damit an, dass Alexius euch die Loyalität der aufständischen Magier vor der Nase weggeschnappt hat. Und zwar wie durch Magie, nicht wahr? Was es auch genau trifft, Alexius hat die Zeit manipuliert, um vor der Inquisition in Radcliffe zu sein. Das klingt nicht gut. Ich hoffe, das ist weniger gefährlich, als es klingt. Im Gegenteil. Er soll die Zeit manipuliert haben? Das haben im Laufe der Zeitalter schon viele versucht, doch keiner von ihnen hatte je Erfolg. Und was ist mit dem Riss, den ihr hier geschlossen habt? Er hat die Zeit in seiner Nähe verzerrt. Einiges wurde beschleunigt, anderes verlangsamt.
Es wird schon bald noch mehr davon geben und sie werden immer weiter von Radcliffe entfernt auftauchen. Die Magie, die Alexius einsetzt, ist derart instabil, dass sie die Welt aus den Fugen geraten lässt. Ihr verlangt ziemlich großes Vertrauen von mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ihm geholfen, diese Art von Magie zu entwickeln. Als ich noch sein Schüler war, war das alles reine Theorie. Alexius hat es nie geschafft, sie in die Realität umzusetzen. Was ich nicht verstehe, ist, welches Ziel er damit verfolgt. Er reißt doch die Zeit nicht in Stücke, nur um ein paar hundert Lakaien zu erhalten. Es ging ihm nicht um sie. Du hast dir ja ganz schön viel Zeit gelassen. Wird er etwa misstrauisch? Nein, aber ich hätte nicht meine Krankheit vorschieben sollen. Ich dachte schon, er würde mich den ganzen Tag lang umsorgen. Mein Vater hat sich einem Kult angeschlossen. Sie nennen sich selbst Venatori. Und eines kann ich euch sagen. Was auch immer er für sie getan hat, geschah nur, weil er an euch herankommen wollte. Warum? Na gut, okay, warum? Weil wir relativ wichtig momentan sind. Aber was genau will er von mir? Warum sollte er die Zeit verändern und sich die Dienste der aufständischen Magier sichern, nur um an mich heranzukommen? Sie sind von euch besessen, aber ich weiß nicht warum. Womöglich, weil ihr im Tempel der heiligen Asche überlebt habt. Ihr könnt die Risse schließen. Vielleicht gibt es da eine Verbindung. Oder sie sehen euch als Bedrohung. Wenn die Venatori hinter diesen Rissen oder der Bresche am Himmel stecken, sind sie noch schlimmer, als ich dachte. Alexius ist euer Vater. Warum arbeitet ihr gegen ihn? Aus demselben Grund, aus dem Dorian gegen ihn arbeitet. Ich liebe meinen Vater und ich liebe mein Land. Aber das hier? Kultisten? Zeitmagie? Was er hier macht, ist einfach nur Wahnsinn. Ihr müsst ihn aufhalten. Zu seinem eigenen Besten. Außerdem wäre es nett, wenn er kein Loch in die Zeit reißen würde. Es genügt schon, dass wir ein Loch im Himmel haben. Das stimmt. Also, was schlagt ihr vor? Ihr wisst, dass ihr sein Ziel seid. Mit einer Falle zu rechnen, ist der erste Schritt, um sie zu eurem Vorteil zu nutzen. Ich kann nicht in Radcliffe bleiben. Alexius weiß nicht, dass ich hier bin und dabei möchte ich es vorerst auch belassen. Aber sobald ihr bereit seid, euch mit ihm zu befassen, will ich dabei sein. Ihr hört wieder von mir. Ach und Felix, versuch dich nicht umbringen zu lassen. Es gibt Schlimmeres als den Tod, Dorian. Nun gut, dieser Dorian scheint auf unserer Seite zu sein. Ob das auch permanent der Fall ist, werden wir sehen. Träumelumpen von den Schemen, die hier rumgelaufen sind noch. Wow, da hinten ist noch was. Okay, hier hinten gucke ich mich dann auch noch ein bisschen um. Diese Risse, also mit Zeitmagie rumzuspielen, es wäre, ja, gefährlich. Wenn man gefährlich denn als gefährlich bezeichnen darf. Das ist doch saugefährlich, ehrlich gesagt. Ich meine, zumindest wenn man auf der anderen Seite steht. So, Onyx, Nackhaut, nehmen wir alles mit. Warum auch die hier drin in der Kirche liegt, versteht kein Mensch, aber okay. So, dann haben wir die Ballade von Lord Woolsey. Finde Woolsey und schicke ihn nach Hause. Ja, ja, okay. Gucken wir mal hier raus. Gefährliche Sache mit dem, das Spiel mit der Zeit. Die Gründung der Kirche, Königin, Riesenspinne sollte, ja, ja, ja. Einst lebten wir. Leben wir nicht immer noch? Nun gut. Na komm, lade. Hallo. Danke. Diese ganze Angelegenheit stinkt zum Himmel. Wir wären vielleicht besser beraten, uns stattdessen auf die Templer zu konzentrieren. Ihr solltet vorsichtig sein, Cassandra. Ihr wollt doch nicht, dass die Inquisition in den Ruf gerät, sie würde auf halbem Wege aufgeben. Stimmt beides. Und ob die Templer die wahre Lösung sind, wer weiß das schon. So, der Held von Ferelden, okay, nützt mir jetzt nichts. Radcliffe ist, ja, mehr oder weniger... Was ist das der unten eigentlich? Windmühle? Ach so, die Windmühle, genau. Wir können uns noch ein bisschen in Radcliffe umgucken. Mal schauen, ob wir irgendwas noch nicht entdeckt haben. Irgendjemanden noch nicht gesprochen haben. Also, hier hinten waren wir schon. Nicht gesagt? Ich danke euch. Mal hinter diese Mauer mehr oder weniger gucken. Außerdem sollten wir ja zu irgendeinem See noch irgendwie Blutlotus bringen. Ich weiß noch nicht mehr, welcher See das war und welcher Blutlotus. Aber normalerweise muss das ja der See hier sein. Bis bald. Ja, bis dahin. Mal gucken. Hier drüben, da ist... Genau. Ach, das ist die Windmühle. Das sind wir... Um die... wusste gar nicht, dass die direkt am See... Ja, Entschuldigung.
Schwimmen kann man also hier offensichtlich in Dragon Age nicht. Gut zu wissen. Lass mich mal durch hier. Wir pfeifen. Danke. War nicht gleich wieder runterfallen. Ja, das ist toll. Spindelkraut. Nehmen wir mit. Hier ist auch nochmal Spindelkraut. Das brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Das ist der Witwer. Mit dem haben wir schon geredet. Spindelkraut, Spindelkraut, Spindelkraut. Da hinten geht es auch wieder nur runter. Okay, weiter geht's. Kommt. Lass mich mal durch. Hier, das Dorf Redcliffe. Na klar. Guten Tag. Der graue Wächter Alistair ist in Redcliffe aufgewachsen. Als Kind hatte er in den Feldern außerhalb eben dieses Dorfes gespielt. Ja. Und dieser Junge, der mich einst anflehte, ihm Spielzeugsoldaten zu bauen, herrscht heute über ganz Ferelden. Alistair, einer unserer Gefährten aus Dragon Age Origins, beziehungsweise wenn ihr es denn spielt, wäre er einer eurer Gefährten. Und ja, auch ein netter Kerl gewesen, auch ein grauer Wächter wie Blackwall eben. Der Erbauer sei mit. Deswegen, und er ist König geworden. Finde ich auch schön. Ja, einer muss ja. Guten Tag. Einer muss ja König werden. So, guten Tag, genau. Das Teil habe ich ja eh nicht aufbekommen. Wird sich, denke ich, auch nicht ändern. Insofern werde ich wahrscheinlich erstmal hier rausgehen. Hopp. Was hatten wir hier? Irrtümliches rotes Lyrium. Und hier unten, das war das mit dem See. Nennt der Geist am See? Okay. Hier, komm. Wir reisen mal wieder hier hin. Flupp. Zu Ort reisen. Ohne in den Wind zu sehen. Lalalala. Auf Reise. Na komm. So lange bin ich doch nicht unterwegs. Das ganze Land stinkt nach nassem Hund. Wie entzückend. Ja. Auf jeden Fall. Könnte schlimmer sein. Was ist das denn hier? Blumen für Senna. Ah, die müssen wir da hinten. Ja, genau. Das war das. Okay. Wir wollen aber erstmal hier hin. Die Ballade von Lord Woolsey müssen wir auch noch singen. Ach, wie ist so viel zu tun hier. So viel zu tun. Und ohne auszuruhen, haben wir so viel zu tun. So, gehen wir mal den normalen Weg. Vorher bin ich ja immer den Felsen hochgeklettert und habe mich mehr oder weniger hochgesprungen. Ist ja aber gar nicht nötig. Hier geht es ja auch lang. Okay. Blub, blub, blub. Hier runter. Und da unten hätten wir schon das erste. Das müsste das mit dem Blutlotus gewesen sein, oder was war das? Ich weiß nicht mehr. Embryum erhalten. Einmal weitergehen. Ja, hier entlang. Hüpp. Blutlotus ablegen. Machen wir mal. Komm. Geist im See abgeschlossen. Oh, was haben wir denn hier für Schönes? Großschwert des Kriegsherrn. Seltenes Großschwert. Voraussetzung Krieger. Nehmen wir natürlich mit. Ich meine, was man kriegen kann, kriegt man. Und dann ist hier irgendwo noch was. Warum leuchtet das hier so? Junger Mann ist beunruhigt bei Lord Woolsey, der Witter seiner Familie weggelaufen ist. Ach so, der Witter, den suchen wir. Hey, bist du das? Lord Woolsey, nehme ich an. Ein junger Mann namens Jimmy würde sich sehr darüber freuen, wenn ihr wieder nach Hause kämt. Ah, gut. War es das schon? Tatsächlich. Na sowas. So, Lord Woolsey ist auf dem Weg nach Hause. Hier gehen wir nochmal ins Waldlager, reisen dorthin. Hoppeldi-hopp hopp. Wieder mal auf Reisen. Aber naja, zählt ja halt alles nichts. Aber wir sind ja in Redcliffe, wollte ich sagen. Wir sind ja hier in den Hinterlanden schon relativ weit vorausgekommen. Viel haben wir hier nicht mehr zu tun. Außer halt einige Risse zu schließen. Aber da sind wir, denke ich, immer noch ein bisschen schwach auf der Brust für. Was ist denn das hier schon wieder? Irgendwo ist hier wieder was Rotes. Das wird mal wieder ein Bär sein, wie ich mich kenne. Ja, ein Bär. Ich hau ab. Ich mag Bären nicht. So, kehre zurück um die Belohnung. Ja toll, jetzt sind die anderen. Jetzt lass doch mal den Bären in Ruhe, kommt mit. Den Nasen. Hinten ist immer noch ein Bär, den können wir... Ah ne, der haut ab. So, hier gibt's was zum Lesen. Ah, Sennas Schrein, ja. Okay, Blumen ablegen. Kehre zum Witwer zurück. Ging ja relativ schnell und einfach. Haben wir. Hier hinten hätten wir noch...
Reuiger Maferat, das war da das, was ich auch nicht so richtig hinbekommen habe. Wir gehen mal wieder zurück hier nach Redcliffe. Irgendwo muss die ja reisen. Reisen geht hier nicht. Nee, warum geht das? Nee, nicht. Nee, ist nämlich veralbern. Das muss doch gehen. Irgendwie Sender. Reisen. Warum wird Reisen ausgeblendet? Willst du nämlich veralbern? Bei allem anderen geht es da auch. So, dann mache ich mal halt so. Ich reise mal hier hin. Geht das? Nee, das geht auch nicht. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich irgendwo in der Gegend, weil... Ach nee, okay, wir werden angegriffen. Deswegen kann man auch nicht reisen. Was der so eigentlich ist. Aber... Na gut, dann machen wir den Bären ja noch platt. Hopp, hopp, hopp. Na komm, fall um. Bam, jawohl. Aber er kriegt schon deutlich mehr ab als vorher. Genau. Gut, das wäre erledigt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da geben wir die Quests ab. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.